Zusammen. Folge 2. Jawohl. So soll es sein. Aber nicht lange rumreden. Wir spielen gleich drauf los. Wiese wird gemäht. Nein. Okay. So, ich habe ja gesagt, wir wollen... Aufgestanden hingelegt. Okay. Wir brauchen ein bisschen Materialien. Und zwar dieses Zeug, diesen Lehm, damit wir was bauen können. Ja, und zwar muss die Dame... Ach so, wir brauchen noch Holz. So, damit haben wir ein Problem. Holz bekommen wir aber aus diesem Kakteen hier. Zack, der kann weg. Der kann weg. Der kann weg, dann haben wir erstmal ein bisschen Holz. Sonst haben wir keinen großen mehr, ne? Ich weiß nicht, ob die auch nochmal genauso groß werden. Da hinten ist noch ein großer. Oh, und da ist Kohle. Sieht jedenfalls wie Kohle aus. So, lass mir erstmal ein bisschen Holz sammeln. Auch wenn es nicht viel ist, aber immerhin. Etwas brauchen wir. Genau, so. Das heißt, du bau dir jetzt mal dein... Ne? Dein Apparat, damit wir... Damit du hier auch schön rumdoktoren kannst. Ja, ja. Da ist er auch schon. Machen wir jetzt einfach mal hier hin. Es wird nach Senorita. Gut, damit können wir jetzt arbeiten. So, und zwar brauchen wir dieses Gebräu. Da möchte ich immer 3 von dem Lager haben. Werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht zusammenkriegen. Ja, wenn ich das hier unten einstelle, hier oben, macht er die sofort. Und wenn ich hier unten einstelle, auf dauerhaft, werden immer 3 produziert in einem Lager gelegt. Sobald davon einer benutzt wird, um jemanden zu heilen zum Beispiel, wird nachproduziert. Das heißt, wenn diese Blumen da sind, muss ich natürlich dann auch gucken, dass ich gegebenenfalls dann genug Pflanzen da habe. So, es fehlt ein Tag. Oh Gott, es fehlt noch ein Stein. Die kann ich nicht abbauen, komischerweise. Da. Abbaubar für Steine, ja, aber wie? Damit? Plündern? Nö, der macht das nicht, nö. Anklicken kann ich den zwar, aber ich kann den nicht, wenn ich hiermit anklicke. Da geht nichts. Weil der da drin steht. Moment. Ne, seht ihr? X. Ja, das weiß ich noch nicht, wie das funktioniert, wie man das abbaut. Wir haben keine Elemente. Was haben wir denn da? Haha,
Es gibt nichts wie den Anblick von einem brandneuen Außenposten, oder? Ach ja, ja. Mit eurer harten Arbeit wird dieses trostlose Land bald ein Nexus für Reichtum und Wohlstand sein. Naja, wohl weniger. Wohl eher eine verzweifelte Siedlung. Wir werden morgen mit dem ganzen Leben zurück sein. Mit dem ganzen Laden zurück sein. Ja, habe ich zu spät gelesen. Aber in der Zwischenzeit hier ist der Startansatz, den euch eure Familien geschickt haben. Lehmöllampe. Ja, für den Startansatz. Korb mit Kürbisse, Kaktusfeigen. Was soll ich mit dieser... Aber danke. Ich nehme auch eine Lehmlampe. Eine Lehmlampe. Ach so, ja, Stein brauche ich. Stein brauche ich. Kleiner Kaktus, aber kein Steinhaufen. Da machen die nicht weiter. Der. Der. Jetzt weiß ich nicht, ob die da oben irgendwas abbauen. So. Schauen wir mal, wenn der Kaktus da drüber ist, ob die das abbauen. Beziehungsweise diese Pflanze, ob die unter der Pflanze abbauen. Kein Stein. Hm, ärgerlich. Ah doch, ja. Verschwindet einfach. Okay, gut. Soweit, so gut. Ja. Okay. Wir müssen Stein haben. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie Stein haben. Zack. 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 Da, wir haben Stein. Ein Stein. Sehr gut. Besser ein Stein wie kein Stein. Lassen sie natürlich liegen. Ah, jetzt gehen sie erstmal futtern. Futtern, apropos futtern. Wie sieht das denn aus hier? Schlecht. Schlecht. Essen haben wir genug, aber da haben wir noch nicht genug von. Das sind die Punkte, wenn wir bauen. So, da ist noch ein Stein. Jetzt schauen wir mal, ob wir dem seinen Ofen machen können. Jawohl. Lässt sich herstellen. Ja. Geh essen. Oh, einen Trank hat sie schon gebraut. Zwei sogar. Wow. Zwei Tränke. Sehr gut. Juhu, ein Stein. Ich finde das knuffelig. Wieso Stein? Ja, wir haben einen Stein. Warte, also, okay. So, der Herr, jetzt sehen wir zu, dass du dein Ding da zusammen bastelst. Ne? Dein Ofen. Mal ein bisschen hier rumheißen. Dass wir dann auch irgendwann anfangen können, mit Häuser und so weiter. Wir brauchen noch jede Menge Holz. Oh wei, wir brauchen noch jede Menge Holz. Der Ofen hier am Feuer. Ja, kommt ein bisschen weiter. Machen wir dahin. So, dann. Holz bekommen wir, indem wir Bäume umhauen. Und da würde ich erstmal sagen, da gehen wir doch dahin, wo wir keine Bäume brauchen. Zack. Zack. Zack.
Ja, das ist mir doch wurscht. So, jetzt Bäume fällen. Oh, kannst du mal. Da ist doch was. Gold. Zack. Und zack. Komm, weg damit. Ach, da kommen sie hoch. Da brauche ich gar nicht. Ja, gut. Er macht einen einfachen Weg. Das ist da, so geht das auch. Holz, Holz, Holz. Also dann brauchen wir das Holz bei uns. Das können wir dann für spätere Zeit mal aufheben. Goldader. So, haben wir was Besonderes? Nee. Ein Schwert, 80. Ja, das werden sie auch nachher noch haben. Ich muss erstmal hier irgendwas sammeln. Genug Essen und irgendwelche Sachen und... Oh Gott. Erstmal gar nichts. Verkaufen, zu verkaufen haben wir nichts. Da haben wir 3 von. Also wenn wir Eisen hätten, dann könnten wir Eisen verkaufen. Aber wie komme ich an Eisen? Eisenpop-Eisen. Haben wir hier irgendwo Eisen? Hier hätten wir Kupfer. Kann ich das verkaufen? Ja, das kann ich bestimmt verkaufen. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Mit einer Leiter. Zack. Genauso. Plopp, plopp. Würde ich sagen, das wird unsere erste Mine. Und hier haben wir noch Stein. Wunderbar, Kupferstein. Den Stein brauchen wir jetzt nicht so dringend, aber so, was ich euch dann auch noch zeigen kann, hier haben wir, dann kann ich hier, wenn er das abgegrast hat und er schon etwas tiefer im Berg ist, und ich eigentlich da nicht mehr zum Anklicken hinkomme, dass er abbauen soll, lässt sich das dann alles ausblenden. So, ihr seht so. Ne, dann kann ich hier jetzt... Zack. Zack. Eindringlinge nähern sich. Das bedeutet... Alle in Sicherheit. Ja, dich muss ich auch haben. Ich muss hier hin. Komm. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. So greifen nämlich alle mit an. Im ersten Moment. Ich habe keine Lust, jemanden zu verlieren. Jawohl. Und Steinhammer. Oh, der Ofen ist fertig. Wir brauchen ein Bett, damit die geheilt werden können. Ich höre nämlich nur innerhalb eines Bettes geheilt werden. Die legen sich hin, schlafen. Oh. Ein Bett herstellen. Danke. Jetzt geht's noch, aber wenn das noch ein bisschen weiter im Berg drin ist, ist vorbei. Dann können wir da nicht mehr interagieren. So, genau. Wie sieht's, schauen wir denn aus? Naja, zum Bauen kommen wir immer noch nicht. Aber Ed labert sich langsam zusammen.
Essen wird auch langsam knapp. Hier kommt auch noch nichts. Aber wir haben was zu verkaufen. Kupfer ist immer gut, wenn man das verkaufen kann. Gott sei Dank. Wenigstens etwas. Dann kann ich mir nämlich das Schwert kaufen und habe einen zweiten Soldaten. Zu zweit habe ich dann schon die Chancen um 100% erhöht. Etwas im Kampf zu erreichen. Also, dass ich nicht erschlagen werde. Oder einer meiner Siedler erschlagen wird. Wir nennen sie mal Siedler. Damit, dann haben die Kinder auch mal einen Namen. Holz. Wir haben so wenig Holz. Boah. Da oben ist ein großer Baum, der gibt viel Holz. Ich will auch nicht mal weiß, wie weit laufen für ein bisschen Holz. Bringt im Grunde genommen auch nicht so viel. Ich brauche den Kupfer. Den Kupfer brauche ich zum... Ey, der, das meine ich. Da kommt man jetzt ganz, ganz, ganz schlecht dran zum Anklicken. Und du siehst nichts mehr. Da müsstest du jetzt hier so, so unten rein. Würde noch gehen, aber irgendwann ist einfach auch Schluss. Okay. Das haben sie geschafft. Okay, noch ein bisschen. Noch ein bisschen Kupfer haben. So. Genau. Zack, zack. Sehr schön. Ach, da sind die Treppen. Was war das? Flach. Ah, okay. Wo ist das Bett? Das steckt dann natürlich irgendwo zwischen, ne? Da. Da ist das Bett. Ja, komm. Indem man sich bettet, so schläft man. Wenigstens die Leute, die heilen auch nach der Zeit von alleine, aber es dauert halt eben. Gut, da dürfte dann Stein, Kupfer, Holz. Ich mach so ungerne die Bäume in meiner Nähe. Hier hinten hätten wir auch noch ein paar Bäume versteckte. Die könnten wir uns auch zur Not noch schnappen. Da haben wir auch noch ein paar Blümchen. Ja. Für den Medizinmann, für den Onkel, für die Frau Doktor. Da sind auch schon wieder Blümchen, damit die wieder was machen kann. Die Dinger können wir auch ernten. Ach, jetzt macht ihr die Steine. Warte mal eben. Ach, das ist ein Witz, ne? So funktioniert das. Ja, wie geil. Ne, das ist ein Kaktus. Aber so kriege ich die Steine weg. Haha. Hätte mir mal einer eher sagen können. Erstmal was futtern gehen. So, haben wir schon mal genug zu tun. Ich denke mal, wenn die ganze Sache abgerast ist, dann machen wir auch mit der Folge Ende. Leider zieht es sich alles so ein bisschen. Ja, da ist auch noch nichts beigekommen. Ah.
Na gut. Können wir nicht ändern. Ist halt so. Er erntet und die sammeln ein. Sehr schön. Der liegt schon an einem Bett. Irgendwie habe ich das Gefühl, fehlt einer, ne? Sieben? Ne, sieben ist richtig. Essen. Essenzeit. Ding dong. Wir brauchen hier, für den brauchen wir aber noch einen, ne? Da war noch so ein Tisch oder so, den wir haben müssen. Jawohl, den hier. 22 Steine, 16 Holz. Wunderbar. Wir könnten das Lager auch ein bisschen übersichtlicher gestalten. Und zwar könnten wir kleine Lager anlegen. Und zwar fange ich mal hier einfach an. Für unsere Ressourcen. So. Hier. 10 mal 10. Und 10. Zack. Da machen wir Holz. Da machen wir Stein. Da machen wir diesen Lehm. Jawohl. Und hier schmeißen wir die Klamotten nämlich alle raus. Das heißt, die packen alles hier raus, da rein. Und dann könnten wir einen machen für Kupfer. Tägliches Update. Wie sieht's aus? 44 von 550. Na toll. Ja. Wunderbar. Es läuft. Wäre natürlich schön, wenn da hinten jetzt Früchte wären. Dann hätten wir noch was zu essen. So, daran sehe ich auch, auf wie viel Holz wir haben. Wie viel Steine wir haben. Ist ein bisschen übersichtlicher. Zwei Schilder, ein Schwert. Okay, wir können verkaufen. Drei gibt ein Kupfer. Golderz, ein Golderzklumpen haben wir. Der gibt 20. Ja, komm, den haben wir weg. Verkaufen. Da verkaufen wir 10. Das sind 70. Was wollen die für das Schwert haben? 80. Müssen wir noch mal 82. Das andere, die Felle können wir verkaufen. Auf jeden, auf alle Fälle können wir die Felle verkaufen. Sehr schön. Jo, damit mache ich hier nämlich einen zweiten Soldat. Nein, hier. So, wer hätte denn die besten? 2, 3, 5, 3. Der wäre gut. So, dann haben wir nämlich zwei Soldaten. Und damit sind wir dann zur Genüge erstmal der Sicherheit ausgerüstet. Das macht mir noch Sorgen. Blümisches haben wir keine mehr. Da wächst auch nichts. Ach man, ey. Ja, gehst du in die Falle? Komm. Tapp in die Falle, bitte. Wir brauchen erst Essen. Hopp. Pops, jawohl. Die ist leer. Na, wenigstens etwas, okay. Ich meine, wir werden nachher versuchen, nicht mehr. Oh, Trabat. In ein Haustier zu verwandeln. Ah, Job, der qualifiziert sich nur für andere Jobs. Öffne für mehr Einzelheiten. Okay. Wo ist mein Trabata? So, ändere Arbeit.
wird hergestellt. Ein Level Trapper 2. Ach, da können wir Schafe und sowas machen, bestimmt. Aber die müssen wir dann auch schlachten. Das möchte ich eigentlich nicht. Ne, lassen wir das erstmal. Ich habe jetzt... Achso, unsere Mine. Arbeiten wir mal weiter hier. Röntgen. Oh, das wird breiter. Guck mal. Die können wir etwas vergrößern. Okay. Also. Hm, das geht bestimmt bis hierhin raus. Ja, weil da jetzt kann man da nicht mehr rumklicken. Jetzt ist vorbei. Oh, die wird größer. Die Mine wird größer, wenn ich das richtig sehe. Wieso komme ich nicht näher ran? Nee, da ist vorbei. Da ist vorbei. Nur noch rechts und links. Aber okay, das wäre ja nicht das Problem. Das kriegen wir auch noch hin. Es ist noch da. Es ist noch da. Es ist noch Suppe da. Oder wie heißt das? Genau. Arbeitet ihr mal schön. Ihr seid schön fleißig. Aber ein Haus da reinbauen? Nö. Okay. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Noch haben wir ein bisschen Essen. Wenn hier nichts wird. Ah, da sind auch schon wieder ein paar Pflanzen. Ich denke mal, morgen früh. Seht ihr, was ich meine? Hier sehe ich den Übersicht. Habe ich das Holz schön übersichtlich. Steine. Das, ja. Das andere halt. Die haben sie eingesammelt. Ja. Das heißt, da muss ich noch ein paar eben. Die Steine stehen mir noch im Weg. Das wusste ich auch nicht, dass das so geht. Aber gut. Okay. Soll nicht das Problem sein. Für was brauchen wir die Kohle? Wenn ich das wüsste. Zu verkaufen. Juhu, was juhu. Ja, das Essen wird knapp, glaube ich. Da könnten wir ein Problem kriegen. Aber um dieses Problem kümmern wir uns in der nächsten Folge. Da haben wir noch jede Menge Kupfer rumliegen. Kupfererze. Und... Gut. Ich denke mal, das reicht dann für heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Mein Gott, Heuwegelchen. Und, ich hoffe euch vielleicht in der nächsten Folge bei Stoneheart wiederzusehen. Bis dann, ciao.